heute als Moderatorin ein bisschen üben. Da kommt jetzt doch noch jemand. Genau. Ja, ich wollte ganz kurz erzählen etwas über die Mara, die Mara Müller, die uns heute was erzählen wird. Und was mir dazu eingefallen ist, ist das hier. Ich weiß nicht, ob das alle sehen können. Ich war eben genau dort, wo es jetzt gerade brennt, im Raps-Schneeberggebiet war ich wandern und hatte eine Nase. Aber sie wird uns gleich sagen, ob es stimmt oder nicht. Ich weiß es nicht genau. Tatsächlich habe ich Expertin auf dem Gebiet. Sie hat eine Baumschule, weil sie eine Baumschule hat, die Schafnase heißt. Richtig. Genau. Ist aus Bayern und ist eine Expertin und arbeitet seit 2010 für die Achenoa und hat uns heute sehr viel zu sagen. Und deshalb will ich gleich an dich weiter übergeben, Mara. Bitte schön. Danke, gerne. Ja, vielleicht noch zu mir und meinem Hintergrund. Ich habe eine Baumschule, das stimmt, für alte Obstsorten. Bin Teilzeit bei der Achenoa im Bildungsbereich und war vorher in Bayern 15 Jahre selbstständig als Umweltbildnerin, habe Schulklassenprogramme entwickelt und durchgeführt und das freiwillige ökologische Jahr begleitet. Und also von Grundschule bis Erwachsenenbildung eigentlich so querbeet alles Mögliche gemacht. Und von daher freue ich mich total, heute euch was erzählen oder mich mit euch auch austauschen zu können. Muss aber vorwegnehmen, dass das, was ich eigentlich sozusagen, was ich für ganz wichtig halten würde, tatsächlich auch nochmal so einen Methodenkoffer auszupacken und mit euch zu teilen, dass das natürlich jetzt in 1,5 Stunden keinen Raum haben wird. Und dass das auch etwas ist, was im Online-Format einfach wahnsinnig schwierig ist. Ich werde aber trotzdem dann zwischendrin einfach nochmal was dazu sagen. Ja? Also zu dem, was für Methoden würden sich anbieten, wo und so weiter. Okay. Wenn ihr Fragen habt zwischendrin, dann bitte schreibt sie in den Chat. Wir werden am Schluss auch nochmal eine kleine Einheit machen, wo wir direkt 1:1 nochmal Fragen auch klären können. Und wir haben jetzt gesagt, wir machen ungefähr zur Halbzeit mal einen Raum, wo dann sozusagen diese Chatfragen nochmal beantwortet werden können. Judith ist mein Co-Host und wenn vorher schon mal eine Frage auftaucht, die wirklich an der Stelle wichtig wäre, dann werden wir sie auch gleich klären, wenn das so für euch passt. Ich bin aus Bayern, deswegen bin ich ein Arbeitsdu gewöhnt. Ich hoffe, das passt jetzt für alle soweit. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Bilder auch freischaltet, dass ich irgendwie so ein bisschen Eindruck habe, wer dabei ist. Ansonsten starten wir einfach gleich durch. Ja, passt das soweit? Gut, also keine negativen Meldungen, dann nehme ich das als Zustimmung. Okay, das heißt, ich würde jetzt auch gleich mal meinen Bildschirm freigeben. Starten. Das Thema von heute, unseren 1,5 Stunden, die wir haben, ist ein riesiges Thema, wo viele Riesenthemen noch inkludiert sind. Von daher hangeln wir uns da jetzt mal so ein bisschen durch. Und es geht darum, Kulturpflanzenvielfalt im Zeichen des Klimawandels. Das ist ein sehr, sehr breit aufgestelltes Thema und ich habe versucht, das mal so ein bisschen nochmal zusammenzufassen, um erstmal nochmal klarzumachen, um was geht es überhaupt, wo ist die Schnittstelle zwischen Kulturpflanze und Wildpflanze, wie sind die Kulturpflanzen entstanden, was heißt das auch sozusagen schon für uns als, also was kann das für uns auch schon heißen, wie wichtig es ist oder wie sinnvoll es ist, die auch zu erhalten? Was ist jetzt in diesen Zeiten besonders sozusagen nochmal an diesem Thema brennend und wichtig noch dazu, wenn wir, also viele von euch sind ja auch in der Volksschule oder arbeiten auch mit Kindern und Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Für die Generation, sage ich mal, ist das Thema natürlich nochmal ganz anders brennend als für die ältere Generation und auch sehr angstbelastet. Und weil es einfach um die Zukunft geht und wie kann man da irgendwie gut umgehen und wie kann man da auch sozusagen
eine freudige, ein freudiges Hand, eine freudige Handlungsfähigkeit entwickeln. Weil das ist, glaube ich, so die Aufgabe, die wir haben, wenn wir mit Menschen arbeiten, dass wir wirklich in die Räume aufmachen, dass sie in eine Handlungsfähigkeit kommen, die und nicht in einer ängstlichen Lähmung verbleiben. Genau. Von daher erstmal so, wo kommen die Kulturpflanzen überhaupt her? Vavilov, russischer Botaniker, hat sich damit lange beschäftigt, hat in seinem relativ kurzen Leben von 54 Jahren 160 Reisen gemacht, quer durch die Welt, um zu schauen, wie ist das denn eigentlich mit den Kulturpflanzen? Wo sind die entstanden und was braucht es, damit sie entstehen? Und er hat da 5 Punkte rausgegriffen, die er als wichtig erachtet hat. Ja? Darf ich dir kurz, weil die Frage gerade war, ob Sie die Präsentation dann bekommen, die kann ich gerne zur Verfügung stellen. Genau. Also man muss nicht mitschreiben, man bekommt das. Naja, es ist ja bildlastig tatsächlich, meine Präsentation. Also wenn ich, vielleicht ist das, aber ich, das, die ganze Sache wird ja auch aufgezeichnet. Ich weiß nicht, wie das mit der Aufzeichnung läuft. Ob ihr die Aufzeichnung auch zur Verfügung gestellt bekommt. Da bin ich mir jetzt nicht informiert. Genau, es gibt immer eine Nachlese. Das heißt, man kann im Nachhinein dann diese Aufzeichnung sich auch anschauen. Genau. Mhm. Gut. Das heißt, Vavilov hat sozusagen 5 verschiedene Punkte rausgenommen, wo er gesagt hat, das ist eine Voraussetzung dafür, dass meinetwegen aus einem Wildweizen ein Weizen wird, der ein Kulturweizen ist. Was ist der Unterschied? Die Wildpflanzen, gerade bei den Getreidesorten, ist es so, dass das Korn würde runterfallen, wenn es reif ist. Das heißt, die kleine Verbindung zwischen der Ähre und dem Korn, die wird brüchig in dem Moment, wo das Korn reif ist und es fällt runter. Bei einem Kulturweizen kann ich das nicht brauchen. Da möchte ich gerne, dass es so lange im Acker bleibt, bis ich komme und es dresche und es abhole. Und diese Unterschiede eben von einer Wildpflanze zu einer Kulturpflanze, die hat er an 5 Punkten festgemacht. Dass er einerseits gesagt hat, es braucht eine biologische Diversität. Das heißt, ich brauche nicht nur ein Kulturweizen, sondern ich brauche Minimum 2 Weizenarten, die sich treffen, sich kreuzen und dann daraus genetisch was Neues entstehen kann. Dann hat er gesagt, ich brauche aber auch eine ökologische Diversität. Das heißt, ich brauche verschiedene Klimazonen, verschiedene Böden, verschiedene Grundvoraussetzungen, wo die Pflanzen wachsen, weil das auch jeweils was macht. Und manchmal, wenn ich eine Pflanze von irgendwo mitbringe und in ein ganz anderes, eine ökologische andere Nische bringe, dann ist die Pflanze auch gezwungen, da was sich zu bewegen und was anderes zu machen. Dann hat er gesagt, natürlich braucht es Menschen dazu. Das heißt, es braucht eine ackerbauliche Kontinuität. Es braucht Menschen, die sich da drum sozusagen dranbleiben, auch an dieser Kulturpflanzenentwicklung, und zwar nicht nur eine Generation, sondern wirklich über lange Zeit da dranbleiben. Und dann hat er gesagt, es braucht aber dann auch immer, wenn da schon mal was passiert ist, immer wieder eine Rückkreuzung zu Wildformen, um dann nochmal ein genetisches Aufbrechen zu erreichen, dass dann wieder etwas passiert. Und dann hat er noch als 5. Punkt dazu genommen, es braucht auch eine kulturelle Diversität. Das heißt, es reicht nicht, dass eine Ackerbaukultur da in ihrem Tal sitzt und sich beschäftigt und in den unterschiedlichen Höhenlagen dabei ist, sondern es braucht tatsächlich auch diesen Blick über den Tellerrand und die Begegnung mit anderen, um festzustellen, oh, wie machst du das ganz anders? Lass mal ausprobieren. Oh, du hast aber was Schönes dabei, lass uns das mal zusammenbringen. Also dieser Austausch, dass der immens wichtig war, um Kulturpflanzen zu entwickeln. Und auf ihn gehen sozusagen diese Genzentren zurück, die er hatte ursprünglich nur 6 Genzentren, weil er Südamerika als ein Genzentrum zum Beispiel hatte und mit Mittelamerika. Aber inzwischen geht man von diesen 8 Genzentren aus. Und wenn man sich die anschaut, also jetzt auch hier rund
Das eine, das hier, dies Vierer, das ist der fruchtbare Halbmond. Da kommen ganz, ganz viele von unseren Getreidesorten her. Da kommen, also das waren so wirklich die ersten Ackerbaukulturen, Euphrat und Tigris. Dann aber auch der Mittelmeerraum. Da sind ganz viele Kulturpflanzen entstanden. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann fällt auf, ah ja, es gibt Stellen, wie zum Beispiel hier unten, Australien, da kommen gar keine Kulturpflanzen her. Da gibt es ja eine biologische Diversität. Da gibt es eine ökologische Diversität. Aber es gibt halt, es gibt eine Kultur, eine sehr lange Kultur, aber es gibt keine ackerbauliche Kultur. Das waren immer Jäger und Sammler. Deswegen sind da keine Kulturpflanzen entstanden. Und es ist natürlich sehr isoliert. Es gab da auch nicht diesen Austausch. Also man kann das wirklich so zurückverfolgen und sehen, wo sind die denn überhaupt entstanden in dem großen Raum, wo immer wieder auch Begegnung ist. Und wenn man sich jetzt diese hier anschaut, diese schönen, die Lagenarien, das sieht so ein bisschen aus, als hätte das hier noch so ein Köpfchen, noch so ein Schnabel. Das sind die Flaschenkürbisse. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Formen. Das hier ist eine Form, die ist auch ganz spannend. Schaut mal, wie lang da das, dieser Hals ist. Dann ist das eine der ältesten Kulturpflanzen sozusagen, die wir haben. Da wissen wir gar nicht mehr so genau, was ist das eigentlich für eine Wildform gewesen, wo daraus das entstanden ist. So lange begleitet uns das schon. Und es wurde eigentlich nie zu Speisezwecken genutzt, sondern immer die Lagenarien, die Flaschenkürbisse sind immer für Gefäße oder für, ja, als Gefäße genutzt worden, weil sie sehr hart aus, also die Schale sehr hart ist. Das heißt, je nachdem, nach den Bedürfnissen, hat da jemand draufgeschaut und gesagt, das ist ja hier ganz schön und nett, aber ich hätte gerne das hier ein bisschen länger. Und über eine Selektion, über viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, ist dann diese Form entstanden, die in allen Weinbaugebieten sehr wichtig war. Da wurde dann hier vorne abgeschnitten. Und hier hinten ist eine Öffnung. Und dann kann ich damit sozusagen eintauchen in das Weinfass. Kann dann hier hinten ein bisschen raufziehen, vorne zuhalten, rausholen und das abfüllen in ein Glas, um zu probieren. Das sind die Weinheberkürbisse. Ich kann aber natürlich auch sagen, es reicht nicht ganz für so ein, ich weiß nicht, ist das ein Bass oder ein Cello, was da im Hintergrund ist, aber ich kann zumindest hier ein kleines Seiteninstrument auch draus machen. Ich kann da aber auch eine Flasche draus machen, indem ich das ein bisschen kürze und einen Stöpsel drauf mache, dann habe ich so für meine Reise Proviant eine schöne Flasche. Das heißt, die Kulturpflanzen, hoppala, jetzt rollt er mir weg, naja. Die Kulturpflanzenvielfalt ist entstanden auch nach den Bedürfnissen der Menschen. Und auch dadurch ist das so breit geworden, weil jeder anders drauf geschaut hat. Die einen fanden den Geschmack besonders gut, die anderen haben gesagt, nein, für meine Verarbeitungsform brauche ich was anderes. Und je nachdem ist da eben dann auch drauf geschaut worden, mehr in die eine Richtung zu gehen oder in die andere Richtung zu gehen. Ich gebe mein Bildschirm mal wieder frei. No. Wo sind wir? Da sind wir. Das heißt, aus den Wildarten, die teilweise wirklich nicht besonders spektakulär waren, sind die unglaublichsten Formen und ein großer Reichtum an unterschiedlichen Verarbeitungsmöglichkeiten und so weiter entstanden. Wenn wir jetzt uns das anschauen bei der Kulturkarotte, dann ist das so, dass die Wildkarotten bei uns sind wunderbar für die Insekten. Große Teller, die von allen Insekten besucht werden. Also es ist wirklich eine tolle Pflanze, eine wichtige Pflanze. Aber wenn man sich diese Rübe anschaut, naja, ne? Sehr dünn, sehr hantig, sehr schnell zäh werdend. Tatsächlich ist unsere Kulturkarotte gar nicht aus unserer Wildkarotte entstanden, sondern eher aus einer Karotte, die
aus dem syrischen Raum kommt, wieder Euphrat-Tigris-Gebiet, die so lila ist, also ein bisschen wie die hier unten, so eine ganz schmale, sehr durchgefärbte. Und dann gab es im Mittelmeerraum tatsächlich eine, die relativ dicke Rüben hatte und gelb war. Und die zwei haben sich irgendwann begegnet und daraus sind die Kulturkarotten geworden. In Bayern ist es so, dass da eine feste Regel gilt, das war schon immer so, haben wir immer schon so gemacht, deswegen machen wir es so. Und dann gibt es die andere Regel, haben wir noch nie so gemacht, fangen wir sicher nicht an. Und das ist bei den Kulturpflanzennamen dann auch zum Teil so, dass es nämlich immer noch die gelbe Rübe ist. Ganz klar, ja? Auch wenn inzwischen im Handel eigentlich alle orange sind. Langsam kommt mal wieder eine gelbe zurück. Aber dieser Typ hier oben, diese gelbe tatsächlich, gelbe Rübe, das war ganz, ganz lange die Hauptform bei den Karotten. Weil das dieser Mittelmeertyp ist, der eben durch sich in der Verbindung mit dem syrischen Typ sozusagen ein bisschen kräftiger noch in der Wurzel geworden ist. Und erst sehr spät, eigentlich erst im 17. Jahrhundert, ist dann dieses Orange dazugekommen. Das waren dann die Niederländer, die sozusagen plötzlich dann auch, wo Durchkreuzung, Durchrückkreuzung, dann ein Orangeton plötzlich da war und der dann gehalten wurde. Ja, das heißt, dass aus kleinen Wildformen, aus sehr unspektakulären Pflanzen zum Teil eine große Vielfalt geworden ist. Wenn wir an das Kraut denken, dann ist das eine kleine Wildform mit offenen Blättern, die noch in Rügen zum Beispiel an der Küste auch noch wächst, der Wildkohl. Und daraus sind entstanden der Kohlrabi, der Brokkoli, der Sprossenkohl, der Kaffiol, das Blaukraut, das Weißkraut, die sind alle sozusagen aus dieser Pflanze entstanden, aus die ganz unspektakulär kleine offene Blätter hat. Eine fantastische Leistung, die auf 10.000 Jahre Kulturpflanzengeschichte zurückgeht. Also wir sind sozusagen das, was wir heutzutage haben an Kulturpflanzen, das ist eigentlich das, was in 10.000 Jahren dranbleiben, gut hinschauen, die an die eigenen Bedürfnisse anpassen, entstanden ist. Wenn wir jetzt sozusagen weltweit schauen, wie ist die Situation heute, ja, dann haben wir ungefähr geschätzte 250.000 höhere Pflanzen. Ja, also mal von den Moosen und Farnen mal abgesehen, haben wir da eine ganze Menge an Pflanzen. Davon schätzt man, sind potenzielle Kulturarten. Das heißt, was man verwenden könnte als Kulturpflanzen. Was heißt das? Das sind Medizinalpflanzen, das sind Nahrungspflanzen, das sind Färbepflanzen, das sind Faserpflanzen. Also das würde da alles natürlich mit reinzählen. Schätzt man 50 bis 150.000, die können wir irgendwie gut nutzen. Nachgewiesen sind sozusagen 4.800, die wirklich genutzt werden und nachgewiesen sind. Da gehören sicher noch ein paar dazu, die man irgendwie da noch, also das müsste man auch ein bisschen noch raufrechnen. Das heißt, dass man eigentlich von ungefähr 7.000 Arten ausgeht, die als Kulturpflanzen genutzt werden, also die irgendwie da eine Rolle spielen. Und wenn wir aber dann schauen, was wird weltweit in der Weltwirtschaft, was spielt da eine Rolle, dann fällt das Ganze plötzlich, implodiert zusammen zu einem kleinen Punkt von ungefähr 30 Arten, die sozusagen in Summe das ausmachen. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen, wie viele Statistiken, sage ich jetzt mal, kann man das auch unterschiedlich lesen. Ja, weil natürlich die Medizinalpflanzen, die einzelnen Medizinalarten nicht unbedingt so eine Bedeutung haben auf dem Weltmarkt wie jetzt diese 30 großen, das ist Soja, das ist Mais, das sind Erdäpfel, das ist was weiß ich, ja, so diese Sachen, Weizen und Hirse und so weiter. Und trotzdem ist es so, dass man sagen muss, ja, wir schränken uns da momentan sehr stark ein. Ja, also es ist so, es ist sehr stark, wir haben uns da sehr stark zurückgenommen auf ein paar wenige Pflanzen, die wir sozusagen da noch stark nutzen weltweit. Im Vergleich zu dem, was man nutzen könnte.
Und wenn man sich dann anschaut, ja gut, wer ist denn da dabei sozusagen? Wer bestimmt den Markt? Das ist ja auch mal eine schöne Frage, wer ist der Markt? Dann ist es natürlich so, dass das einfach ein paar große Saatgutfirmen sind, die mehr oder weniger diesen weltweiten Handel mit Vermehrungsmaterial an sich gezogen haben. Das ist noch ein sehr, sehr altes Bild, wo Monsanto noch alleine ist. Inzwischen ist ja Monsanto mit Bayer, was hier verankert ist, sozusagen zusammengewachsen. Also das Ganze hat sich nochmal sehr stark zusammengeklustert. Es gibt aber leider kein neueres Bild. Aber man kann davon ausgehen, dass sozusagen wenige Firmen, 8 bis 10 Firmen, den Weltmarkt bestimmen und auch letztlich sehr stark bestimmen, was auf diesen Weltmarkt kommt. Und das natürlich dann auch eine Sache ist, die sozusagen ein sehr, sehr wirtschaftlich, mit sehr wirtschaftlichen Gedanken untermauert ist und nicht mit der Breite der Kulturpflanzen, die wir eigentlich zur Verfügung hätten. Das heißt, dass wir aus dieser großen Vielfalt, die wir eigentlich haben an Kulturpflanzen, uns sehr, sehr stark reduziert haben und dass auch der Umgang mit den Kulturpflanzen, sprich auch der Umgang mit dem Saatgut, und das ist ja faszinierend, dass das, was da in der Flasche ist, dass das atmet, dass das Stoff wechselt, dass das wieder wachsen kann, wieder eine neue Generation daraus entstehen kann, und dass sozusagen dieser ganze Handel sehr stark inzwischen abgekoppelt ist von den Bauern und Bäuerinnen und von den Gemüsegärtnern und Gemüsegärtnerinnen, und einfach immer mehr sozusagen in die Hand von größeren und großen Konzernen gekommen ist. Nur als kleine Zahl dazu, 1900 gab es rund um Wien über 90 Saatgutfirmen. Nur rund um Wien. Inzwischen gibt es in Österreich nur noch eine Handvoll. Ja? Also es gibt Austrosaat, es gibt Rheinsaat. Wenn man jetzt die Archinoa als Saatgutfirma sehen würde, wird es dann noch Archinoa geben. Aber es ist also tatsächlich nur noch eine kleine Handvoll übrig geblieben in ganz Österreich von diesem großen, von dieser großen Vielfalt auch, die es gab, noch Anfang des 20. Jahrhunderts. Und es ist so, dass sozusagen inzwischen die Kulturpflanzenvielfalt sehr stark abgenommen hat. Es sehr viele unternutzte Kulturpflanzen gibt, die also keine Bedeutung mehr haben. Dass sozusagen auf 80% der europäischen Ackerfläche werden letztlich nur 4 verschiedene Kulturpflanzenarten angebaut. Das ist ein Wahnsinn. Ja, also das sind wirklich ganz, ganz wenige Arten, die große Fläche bespielen. Und auch eine wirklich schon ältere Zahl, also von 93, damals hat die FAO schon gesagt, es ist eigentlich 75% der landwirtschaftlichen Vielfalt im letzten Jahrhundert verloren gegangen. Also das ist jetzt sozusagen diese Situation, vor der wir gerade stehen. Und wir stehen vor solchen Flächen. Und diese Flächen im Zusammenhang mit der Arten, mit den reduzierten Arten, hat natürlich immense Folgen auch auf das Bodenleben und aber auch auf das Klima. Und von daher nochmal die Frage, ja, wie ist das denn mit diesen, mit den Pflanzen überhaupt? Also nicht nur mit den Kulturpflanzen, sondern generell, wie ist das mit den Pflanzen? Was haben die überhaupt für eine, warum sollten wir da Vielfalt haben? Ja? Was hat das mit Klimawandel zu tun, die Vielfalt?
Hier ist ein Stand von einem österreichischen kleineren Betrieb, der Gemüsebaubetrieb, der sich sehr viel mit Wurzelgemüse auseinandersetzt und viel Wurzelgemüse anbaut. Das ist ein kleines Spektrum von Wurzelgemüse, was es gibt. Also weit mehr als 4 Arten, sage ich jetzt mal. Und ja, warum macht es Sinn? Vielfalt schafft Resilienz. Also Vielfalt heißt, wir sind widerstandsfähiger, weil je nachdem die eine Art besser mit einem zurechtkommt, mit einem Klimaszenario, sage ich mal, oder einer Wetterlage oder einem Bodenverhältnis und eine andere Pflanze vielleicht mit einer anderen Situation besser zurechtkommt. Das ist ein Bild aus einer Landschaft, wie sie in weiten Teilen Europas lange aussah, ackerbauliche Landschaft. Das heißt, Hecken durchsetzt. Nicht nur die Vielfalt der ackerbaulichen Kulturen. Das heißt, ich habe hier Wiesen, ich habe unterschiedliche Getreide, ich habe unterschiedliche Kulturen, die unterschiedliche Farben von oben geben. Und so wie es vielleicht noch im Waldviertel ist, in der klein strukturierten Landschaft. Aber selbst im Waldviertel sind diese Hecken zum Großteil verschwunden, die auch genutzt wurden, die als zum Holzsammeln genutzt wurden, die wo Beeren geerntet wurden, wo Nüsse gesammelt wurden, wo fürs Vieh Laub geschnitten wurde, um das Vieh zu füttern. Das heißt, diese intensive Landnutzung auch durch Hecken, das ist was inzwischen einfach sehr, sehr stark verloren gegangen ist. Was bedeutet das? Was leistet überhaupt eine Pflanze in Bezug auf das Klima? Ja, also nicht nur in Bezug auf Schönheit, auf Duft, auf vielleicht auch Geschmack, ist ja auch eine Rolle spielt, sondern einfach sowas, was bringt die Pflanze uns? Pflanzen sind die einzigen, die Kühlung können. Nur Pflanzen können in dieser Form Kühlung durch ihre Verdunstung. Ja, also die Pflanze ist darauf ausgelegt, dass sie Wasser nach oben zieht, über die Blätter abgibt und so der Saftstrom immer weiter nach oben gezogen wird und da ein Rücklauf stattfindet. Also und das heißt aber auch, dass da oben ständig eine Verdunstungskühlung stattfindet. Das heißt, nur die Pflanzen können wirklich gut kühlen. Das könnt ihr alle ausprobieren mit euren Klassen. Ihr baut ein Sonnensegel auf und neben einem Baum, ja, im Sommer. Und dann mal schauen, wie ist das unter dem Sonnensegel? Ja, da habe ich Schatten. Aber unter dem Baum, da habe ich noch die Kühlung dabei. Das ist ein großer Unterschied. Wenn ich eine Wand habe, die begrünt ist und daneben ist eine Wand, die ist daneben, die Fläche ist nicht begrünt. Im Sommer mal mit der Hand drunter greifen und einfach mal die Hand unter das Laub legen an die Wand und die andere Hand auf die offene Fläche, dann spürt man das, ja, was das für einen Unterschied macht. Da, wo es begrünt ist, die Fläche, und da, wo es nicht begrünt ist. Das sind so ganz einfache Sachen, die man, die spannend sind in der Erfahrung, für egal welche Altersgruppe. Also ich mache das auch mit Erwachsenen in Kursen und es ist jedes Mal ganz erstaunlich, was das wirklich für einen Riesenunterschied macht. Natürlich können mir die Pflanzen den Windschutz geben. Also die großen Probleme, die wir haben in Zeiten des Klimawandels, sind ja die Wetterextreme. Und die Wetterextreme heißen Extremwind, Extremhitze. Ja? Und auch die Winde können natürlich in einer Heckenlandschaft ganz anders abgefangen werden. Wenn da immer wieder Baumreihen sind oder Hecken sind, kann da ganz anders, wird der Wind ganz anders abgebremst und das Ganze ein bisschen entzerrt, sage ich jetzt mal, als wenn ich diese offene Landschaft habe der Monokultur. Was können Pflanzen doch? Pflanzen können Kohlenstoff speichern. Pflanzen sind Kohlenstoffspeicher. Das heißt, wenn ich einen Baum habe, dann habe ich da einen lebendigen Kohlenstoffspeicher. Weil aus was ist dieser Baumkörper aufgebaut?
letztlich aus Kohlenstoff. Ja? Und in dem Moment, wo der noch steht, ist es so, dass das die ganze Zeit er da steht und den Kohlenstoff speichert. Genau das Gleiche machen sie aber auch über die Wurzeln. Ja? Auch das, was ich oben habe an der Pflanze, das habe ich im Untergrund genauso. Und auch da habe ich dann eben diese Kohlenstoffspeicherung. Und nicht umsonst sind sozusagen unberührte Flächen wie Dauerwiesen oder Wälder die besten oder Moore die besten Kohlenstoffspeicher, die wir haben. Das heißt, jeder Baum ist ein Win, wenn es darum geht, Kohlenstoff zu speichern. Was macht die Pflanze noch? Sie speichert Wasser und sie kann die Wasserhaltefähigkeit des Bodens verbessern. Dazu komme ich gleich nochmal. Was macht die Pflanze noch? Sie baut Humus auf. Und auch Humus, Dauerhumus vor allem, also wir unterscheiden zwei verschiedene Formen von Humus. Der Humus, der schnell wieder umgesetzt wird in Pflanzenwachstum und wo auch ein Teil natürlich des Kohlenstoffs, der drin ist, wieder veratmet wird. Und den Dauerhumus, der sich fester in der Erde, fester, stabiler gebunden ist, und der einfach da den Kohlenstoff sehr gut speichert. Aber Humusaufbau ist etwas, was fürs Klima einfach ganz, ganz wichtig ist. Und nur noch mal ganz schnell zurück. So eine Fläche, das ist eine Humusvernichtungsfläche, könnte man auch sagen. Ja? Also hier der offene Boden, wo die Sonne drauf scheint, die dem Wind ausgesetzt ist, die dem Regen ausgesetzt ist, in dieser Form, da wird Humus in einer Geschwindigkeit abgebaut, wo wir ihn auf jeden Fall nicht schnell wieder aufgebaut bekommen. Ja? Also das ist, wäre sozusagen das Gegenstück, was aus Klimaschutzgründen eine sehr schwierige Fläche ist. Ihr seht, da ist weit und breit kein Windschutz. Da ist die Sonneneinstrahlung, die zieht regelrecht alles, was da an Nährstoffen im Boden ist und alles, was da gebunden ist, zieht es förmlich raus. Im Gegensatz zu diesen traditionellen Heckenlandschaften, wo dann doch die ganze Zeit der Boden durchwurzelt ist, auch durch die Hecke und durch die Baumreihen. Weil das ist der andere Teil der Pflanze, den wir oft gar nicht kennen, wo wir überhaupt gar nicht drauf schauen. Ja? Und es gibt ein ganz wunderbares Buch, der Wurzelatlas, also eigentlich sind es 7 Bände. Das ist ein Lebenswerk von 3 österreichischen Forscherinnen, die tatsächlich ihr Leben lang sozusagen immer wieder solche Schnitte gemacht haben, um zu schauen, wie wachsen Wurzeln, was passiert da unter der Erde eigentlich. Und es gibt da auch ein Band über Kulturpflanzen, also über Gemüsesorten. Und es ist unglaublich, wie weit die teilweise runterwurzeln. Eine rote Rübe bis zu 3,60 Meter. Stellt euch das vor, wie weit das ist, ja? So tief kann die Wurzeln, wenn sie denn der Boden so durchlässig ist, dass sie so weit kommt mit ihren Wurzeln, nicht durch starke Maschinen so stark verdichtet ist. Aber das heißt, ihr seht hier oben, das ist der eine Teil, den ich kenne. Ja? Aber hier nach unten, da ist noch genauso viel Biomasse, wenn nicht sogar noch mehr Biomasse, die in die Erde reingeht. Und das ist eine Leistung, die Pflanzen bringen und auch Kulturpflanzen bringen, weil das ist letztlich egal, die Wurzel hat jede Pflanze. Ob das jetzt eine Pflanze ist, die ich auch nutze in einer Form oder ob das eine Wildpflanze ist, die auf der Wiese steht. Aber die Leistung, die sie bringen, das ist, dass hier, wenn da der Regen drauf fällt, dann gibt es hier schon diese feinen Wege, wo das Wasser entlang ziehen kann, bis sehr weit runter. Ja? Das heißt, wenn auf so eine Fläche, eine durchmischte Fläche mit einer großen Vielfalt, das hier ist jetzt eine Wiese letztlich, ja, mit unterschiedlichen Wiesenpflanzen,
Aber wenn ich da jetzt sehe, durch die Diversität der Zusammensetzung der Arten, habe ich unterschiedliche Wurzelsysteme. Die einen wurzeln sehr flach, die anderen gehen sehr weit runter. Und dadurch habe ich sozusagen einen großen Wurzelraum, wo das Wasser einsinken kann. Und ich dadurch sozusagen nicht in Bilder komme, wie hier unten am Acker, wo ich dann eine Staunässe drin habe. Ein Platschregen und der ganze Acker steht unter Wasser erstmal. Ja, das Wasser kann gar nicht in den Boden rein. Oder wo das Wasser mir komplett die Erde wegreißt. Oder wo es dann trocken wird und das Wasser nicht gehalten werden kann. Weil je mehr Wurzelraum ich habe, je diverser der Wurzelraum auch ist, umso besser ist die Wasserhaltefähigkeit des Bodens auch. Und ich habe nicht diese aufgesprungenen Böden, die dann aufreißen und sozusagen auch wieder alle Nährstoffe und die ganze Bodenstruktur wieder zerstört wird. Ja, das heißt, je diverser ich das Ganze habe, und das kann sein, dass ich, also je diverser das Ganze aufgebaut ist, je diverser die Pflanzenstruktur ist, umso resilienter bin ich, was diese ganzen Einflüsse des Klimas anbelangt. Und das gilt nicht nur für Wildwiesen, sondern das gilt natürlich genauso auch für Agrarflächen. Und wenn man jetzt auf Klimaschutz achten möchte in der Landwirtschaft, dann heißt das, ich muss versuchen, wieder ein Stück weit umzudenken und wegzukommen von diesen großen Monokulturflächen hin zu diverseren Flächen, hin zu einer größeren Vielfalt, hin zu auch ausdauernden Pflanzen wie Hecken, Bäumen, die diese Leistung der Wurzeln das ganze Jahr über für uns anbieten. Und nicht nur wie eine Weizenpflanze in der Zeit, in der sie wächst. Und danach ist wieder vorbei, dann ist der Acker wieder offen. Das heißt, es gibt inzwischen viele, die sagen, wir müssen da umdenken. Und es gibt viele, die denken schon um. Es gibt so ein Stichwort, was in dem Zusammenhang wichtig ist. Das ist die Agroforestry. Das heißt, dass immer mehr Baumreihen auch wieder eingebracht werden in landwirtschaftliche Systeme, um da eben besser in diese Resilienz wieder reinzukommen. Gut. Wenn wir jetzt aber nochmal... Ja, ich wollte nur sagen, du hast mich gebeten, so um 14.30 Uhr circa mal einen Stopp zu machen, ja, dass wir dann mal nach Fragen schauen. Das wäre jetzt genau der passende Punkt. Punkt. Mhm. Sind denn schon Fragen reingekommen? Es hat sich jetzt im Chat noch niemand gemeldet, aber noch nicht, aber schauen wir mal, gibt es Fragen? Einfach Lautsprecher einschalten und fragen. Ja, was wäre die Lösung für offene Ackerflächen, dass man dann einfach eine Gründüngung dann nachher anbaut? Richtig. Oder? Genau. Richtig. Also das ist etwas, wo man immer weiter hinkommt. Einerseits zu sagen, der Boden sollte möglichst immer begrünt sein, um einfach die Bodenstruktur zu halten und um diese Klimawirkung auf den Boden, also die der Boden uns bietet, die Pflanzen uns bieten, wirklich auch gut zu nehmen. Dass möglichst die Zeiten, wo ein Acker offen liegen, sehr möglichst gering gehalten werden. Da gibt es auch viele, gerade in der Biolandwirtschaft wird da schon sehr viel in die Richtung gearbeitet, zu sagen, okay, man geht gleich mit einer Grünsaat wieder rein. Man lässt auch mehr Material, mehr organische Masse inzwischen auf den Feldern und arbeitet die nur ganz leicht ein, damit die dann auch wieder umgesetzt werden müssen und bringt nicht alles raus, lässt dann ganz viel noch wieder da. Und tatsächlich ein wichtiger Beitrag wäre auch, wieder zu schauen, dass man die sehr ausgeräumte Landschaft wieder stärker strukturiert mit zum Beispiel Hecken. Ja?
die natürlich noch einen weiteren Benefit haben, wenn es darum um die Insekten geht, wo wir ja mittendrin sind im Insektensterben und um die Nützlinge geht und so weiter, dann kommt da ja nochmal ein riesen Benefit-Korb dazu, den die Hecken bieten würden. Das Gleiche gilt wahrscheinlich für den Nutzgarten dann zu Hause. Genau. Da macht es genauso Sinn. Ja, genau. Also was gut ist im Nutzgarten, das ist, dass ich schaue, dass ich auch möglichst immer eine Durchwurzelung habe auf meiner Fläche und die Zeiten gering halte, wo keine Durchwurzelung ist, dass ich dann aber den Boden vielleicht abmulche in der Zeit, sodass zumindest nicht die Sonne offen drauf scheint, ja, und der Boden bedeckt ist, also wenn nicht mit Pflanzen bedeckt, dann mit Mulch bedeckt. Und gerade im Garten können wir ja wirklich sehr, sehr klein werden, sehr bunt strukturiert werden mit den Arten und mit der Durchmischung von ausdauernden Pflanzen, die die ganze Zeit mit ihren Wurzeln arbeiten und den Pflanzen, die als einjährige Kulturen das halt nur eine Zeit lang machen. Genau. Danke. Ich will auch gerne was fragen, bitte. Mhm. Ja. Und zwar in den Landwirtschaften, man merkt ja, dass diese Landwirtschaften immer größer werden und das Saatgut ja so hochgezüchtet ist, dass immer mehr Ertrag und natürlich auch auf die Böden angepasst wird. Das heißt, wie kommt man an die Landwirte ran oder an so Firmen wie Monsanto zum Beispiel, dass man sagt, es wird etwas angebaut, wo ich weniger Ertrag habe, wie steht ein Landwirt dazu? Weil wenn du weißt, okay, das ist eine ältere Kultur, ich habe weniger Ertrag, kommt so ein Umdenken zustande? Also ich glaube, dass das tatsächlich Österreich sich da als Vorreiter durchaus sehen könnte. Österreich hat einen sehr hohen Anteil an Bio-Anbaufläche in Europa. Und eine sehr klein strukturierte Landwirtschaft nach wie vor, auch wenn da die Kleinen nach und nach eher verdrängt werden. Also das findet auch in Österreich statt. Aber es gibt tatsächlich auch eine Gegenentwicklung, dass es viele, viele Kleinbetriebe wieder gibt. Einerseits, weil einfach viele Kunden sich das wünschen und Kundinnen sich das wünschen, einen direkteren Bezug zu haben wieder zu ihren Produzentinnen. Auf der anderen Seite, also das ist so etwas, was wirklich auch mehr regional wieder einkaufen wollen. Und das mit den Erträgen, also da muss man einfach schon sehr klar sein, wenn man das auf das Preisgeschehen schaut, dass es die Frage ist, wie ich mir Kosten anschaue. Ja? Und die Kosten, die eine Landwirtschaft, nochmal zurück zu diesem Bild, die Kosten, die da sozusagen für die Folgegenerationen entstehen, die sind ja gar nicht mitgerechnet. Also diese Kostenwahrheit, das ist ein Thema, was man durchaus sich auch anschauen müsste. Ja, also zu sagen, was heißt das mit dem Ertrag? Also was kann diese Fläche für einen Ertrag bringen? Aber wie lange kann diese den Ertrag bringen? Und wir stehen tatsächlich in der Landwirtschaft an dem Punkt, wo immer mehr Flächen diesen Ertrag dann halt nicht mehr bringen können, egal wie hochgezüchtet das Saatgut ist und wie die Zusatzpakete damit geliefert werden. Also wir haben wirklich weltweit ein riesiges Problem von degradierten Böden, die einfach so ausgelaugt sind, dass sie keinen Ertrag mehr bringen können oder nur noch wenig Ertrag bringen können. Und diese Kosten sozusagen, die eigentlich erst die nächste Generation voll tragen wird, die werden aber momentan noch gar nicht mitgerechnet. Das heißt, das ist jetzt ein Szenario, was ein bitteres ist, wenn man es sich anschaut, wo wir gerade stehen. Und auf der anderen Seite gibt es aber ganz, ganz viele Entwicklungen, die auch andere Wege aufmachen. Es gibt sehr viele kleine Gemüsebaubetriebe, die aufpoppen und die Lust haben, da andere Wege zu gehen und die wirklich andere Wege gehen. Und ich glaube, es ist die Frage, wie kann man
auch positive Beispiele verankern. Also ich habe jetzt mal mit dem angefangen. Aber letztlich ist es gerade für euch, ja, oder wo ich das Gefühl habe, das, was eure Aufgabe vielleicht am stärksten ist, ist wirklich so dieses Mut machen auf eine Zukunft und Wege aufmachen, die positiv sind, eine positive Handlungsfähigkeit schaffen. Und von daher, ja, also das wäre jetzt sozusagen der zweite Teil, mit dem ich jetzt gern weitermachen würde. Und ja, also ich fände es wahnsinnig schön, wenn sich tatsächlich nochmal ein Tag ergibt, auch ein Methodentag ergeben würde, weil es gibt ganz, ganz viele schöne Methoden, wie man auf diese unterschiedlichen Ebenen, die da ja auch zum Wirken kommen, irgendwie gut zusammenbringen kann. Weil das, was macht uns handlungsfähig? Dass, wenn unser Herz dabei ist, wenn das Herz mitträgt, ja, wenn wir mit Freude an etwas rangehen, wenn wir in einem gemeinschaftlichen Zusammenhalt uns spüren, wenn wir gemeinsam etwas schaffen und gemeinsam sozusagen, wenn wir mit Freude ein kleines Pflänzchen, und es muss gar nicht eine reale Pflanze sein, hegen können. Und ich glaube, dass da ein ganz, ganz großer Bedarf tatsächlich ist in dieser Situation, die ja doch, die durchaus eine wirklich dramatische ist und die Generation, die jetzt aufwächst, mit voller Kraft erwischen wird. Und da irgendwo jetzt schon zu sagen, aber hier kriegt ihr auch positiv Beispiele, hier kriegt ihr Möglichkeiten zu handeln. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Also was halte ich für gute Methoden, um sozusagen da mit Freude dran zu gehen und sich gestärkt zu fühlen? Sehr, sehr viele Methoden aus dem kooperativen Spielebereich sind sehr, sehr gut geeignet, um sich auf dieses Thema sozusagen da so ein bisschen sie umzubasteln, die Geschichte umzuschreiben, zu schauen, wir alle bringen Fähigkeiten mit und wenn wir die auf den Tisch legen, sind wir eine reiche Gesellschaft, sind wir eine reiche Klasse. Wenn jeder sein Können damit seine Positives, ja, das, was er gut kann, was er gerne macht, mit reinbringt, dann können wir da gemeinsam ganz viel schaffen. Und das Ganze eben mit Freude sozusagen anzugehen und nicht aus dieser Angst auch rauszukommen, die durchaus bei vielen sehr, sehr stark ist, wenn man sich anschaut, wie die Umfragen sind bei Kindern und Jugendlichen, was Zukunftsängste anbelangt, dann ist das ja ganz entsetzlich, ja, zu sehen, wie in welcher Krise die gerade stecken, durch Corona natürlich nochmal verstärkt. Aber es ist wirklich eine Situation, wo wir, glaube ich, alles tun sollten, um irgendwie, ja, um da einfach positiv gegenzusteuern. Darf ich noch was sagen? Ja. Und zwar, wenn wir nur mehr so wenig Pflanzen nutzen eigentlich, verschwinden ja die alten Pflanzen, ja? Oder kommt man noch irgendwie dann zu alten Sorten, zu alten Kulturen? Oder genau. Also es ist so, dass der Verein Arche Noah natürlich sich das zum Kernthema gemacht hat. Ja, also die Arche Noah ist ja ein Verein, der aus einer Handvoll Menschen entstanden ist und inzwischen sind es gut 15.000 Mitglieder, also doch eine relativ große NGO, kann man sagen. Und wir haben die in Europa die größte private Genbank sozusagen auch mit alten Sorten. Das heißt, wir haben eine große Vielfalt an Kulturpflanzen, ungefähr 4.800 Akkessionen haben wir gesammelt und vermehren wir weiter, um sie zu erhalten. Und es gibt europaweit solche Organisationen, es gibt weltweit solche Organisationen, also Gott sei Dank passiert da einiges. Wir sind auch vernetzt mit den anderen Organisationen, mit einem großen Teil. Das heißt, da passiert wirklich viel. Es gibt inzwischen auch eben viele Betriebe tatsächlich,
die also nicht nur mit der Archinoa in Österreich verbunden sind, sondern auch in anderen Teilen Europas, die sozusagen mit den Erhalterorganisationen zusammenarbeiten, um alte Sorten auch wieder anzubauen und auf den Acker zu bringen. Wir haben viele Projekte, wo wir auch sozusagen mit diesen Betrieben zusammenarbeiten und schauen, welche Sorten passen denn überhaupt für euch? Was bietet sich da an? Und das ist ja ein Unterschied auch. Bin ich ein Gemüsebaubetrieb und möchte ein größeres Stück mit Salat haben? Die sollen bitte alle gleichzeitig fertig sein, dass ich sie dann in meine Kisten packen kann und weitergeben kann oder auf den Markt bringen kann. Oder bin ich ein Privathaushalt mit großem Selbstversorgergarten? Dann dürfen die ruhig folgernd abreifen, weil ich möchte sie ja gar nicht alle auf einmal ernten müssen. Also das ist auch je nachdem wieder eine Standpunktfrage, was eignet sich für wen, ja. Aber es ist so, dass der große Vorteil oder warum sollte man diese Vielfalt erhalten, das ist tatsächlich diese Resilienz auch, zu sagen, schauen wir uns einen Monokulturwald an mit Fichte im Waldviertel. Jetzt in den letzten trockenen Jahren und in den heißen Jahren, wo die reihenweise wegbrechen, wenn es aber ein Mischwald ist, dann ist das sehr viel, dann bricht vielleicht mal eine Art weg, aber die anderen füllen das Ganze noch aus. Ja? Und so ähnlich ist es natürlich auch im Ackerbau oder auch im Gemüsebau zu sehen, dass je vielfältiger ich aufgestellt bin, umso besser, umso größer ist die Chance, dass was dabei ist, was dann auch noch funktioniert in dem einen oder dem anderen Jahr, wo wir immer mehr in der Unsicherheit sind, wie wird denn dieses Jahr werden? Wir haben so Langzeitprognosen, die für Österreich, sage ich mal, auch relativ dramatisch sind. Im Vergleich zu anderen Ländern ist bei uns der Anstieg der Temperaturen durchaus höher angesetzt als woanders. Wo aber dann natürlich das auch nicht heißt, es geht permanent, sukzessive so weiter und wir haben halt dann irgendwann hier die Zitronen stehen. Nein, so ist es ja leider nicht, sondern wir haben halt die Wetterextreme auch stärker, so wie wir das jetzt auch gerade im letzten Jahr gesehen haben. Ja? Also von Überflutungen bis Waldbrände haben wir ja alles mehr oder weniger durchgehabt. Und da müssen wir uns einfach drauf einstellen und je breiter wir da aufgestellt sind, umso besser können wir das abpuffern. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr schönes Bild, einfach zu sagen, so bunt wie wir. Also auch wir als Gesellschaft sind ja gut aufgestellt. Wir will nicht alle die gleichen Eigenschaften bringen, sondern wenn wir auch, ja, also unterschiedlich, so unterschiedlich wie wir sind, können wir was reinbringen und können wir irgendwie da was schaffen. Und das ist ein Bild, was aus dem Schulklassenprogramm bei der Archinoa, also wir haben hier mit der Grundschule in Schiltern eine Kooperation und da haben sie Bohnen gesät. Ja? Und jedes Kind hat eine Bohne bekommen oder sich aussuchen dürfen aus einem großen Pool und jeder hat eine andere Bohne. Und so unterschiedlich wie die Kinder sind, so unterschiedlich sind die Bohnen und das ist aber doch das, was uns auch trägt, letztlich. Also das zu sehen, ich glaube, das ist etwas, wo wir einfach die Kinder, die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen unterstützen können, sich selber wertzuschätzen, die anderen wertzuschätzen in ihrer Unterschiedlichkeit und die Kulturpflanzen in der Unterschiedlichkeit auch wertzuschätzen, weil sie einfach dann Unterschiedliches auch bringen und uns unterschiedlich unterstützen können. Das heißt hier nochmal das Bild, ja, das sind diese unterschiedlichen Bohnensorten, die sozusagen wir im Archiv haben, das sind Gescheckerte dabei, da sind Einfärbige dabei, in unterschiedlichen Größen, in unterschiedlichen Formen. Und die Klasse hat dann eben, konnten sich was aussuchen und hat dann, jeder hat dann seine Bohne und dann haben sie die, Moment mal, das war das falsche Bild, das war, glaube ich. Und dann hat jeder sozusagen seine Bohne, hat jeder eine Stange sich gemacht, weil es alles Stangenbohnen waren, also soweit war es vorsortiert. Und jeder hat dann da seine Stange und hat die gepflanzt und betreut. Und
sozusagen dann in der Unterschiedlichkeit auch anschauen können und hinterher verkosten können. Das heißt, das Gemeinsame, gemeinsam an einem Thema zu arbeiten, es ist so, dass ja wirklich es nicht mehr so viele gibt, die die Möglichkeit haben, einen Schulgarten anzulegen. Aber es gibt viele, viele Möglichkeiten, auch abgesehen von den Schulgärten, wie man das Thema sozusagen angehen kann mit einer Klasse oder auch je nach Altersgruppe natürlich. Die Arche Noah hat ein paar Schulmaterialien auf der Homepage, die könnt ihr runterladen zu dem Thema Kulturpflanzenvielfalt und da könnt ihr einfach auf der Homepage mal schauen, unter Projekte sind die, glaube ich, Projekte und Publikationen. Da gibt es einen Teil Schulklassenprogramme und Schulmaterialien und die sind zum Runterladen. Das ist nicht so sehr auf Klimawandel, sondern mehr auf Kulturpflanzengeschichte und Kulturpflanzen allgemein ausgelegt, aber auch für unterschiedliche Altersgruppen. Aber ich kann natürlich auch mit dieser bunten Vielfalt an Bohnen, kann ich auch sagen, gut, ich kann sie jetzt nicht anbauen draußen, aber ich kann damit schauen, ich kann diesen Zauber, dass da was aufgeht, dass da was rauskommt, das kann ich auch im Klassenzimmer machen. Es gibt ganz schöne Bücher auch zu dem Thema, mit Kindern zu arbeiten. Also eins, was ich sehr schätze, das ist Linnea, die schnellste Bohne der Stadt. Da sind so sehr schöne, das ist eine schwedische Autorin. Da sind sehr schöne kleine spielerische Elemente drin, wie man das Verständnis für überhaupt Pflanzenwachstum und wie man da spielerisch dran gehen kann. Meiner Meinung nach sind alle Methoden, die aus dem Kooperationsbereich kommen, für das Thema auch sehr, sehr gut geeignet, weil letztlich das ja auch der Schlüssel ist. Wir müssen es gemeinsam schaffen. Und wenn wir sozusagen das gemeinsame Stärken oder dieses Gemeinschaftsgefühl stärken, im Sinne von jeder bringt einen so wertvollen Beitrag, einfach dadurch, wie er ist, den jemand anders gar nicht erfüllen kann. Ja, und wenn wir aber das alles gemeinsam auf den Tisch legen, dann können wir gemeinsam da gut umgehen. Wir sind sehr, sehr gut geeignet. Also von der eigenen Unterschiedlichkeit, also den eigenen Unterschieden in der Klasse auszugehen, den positiven Eigenschaften. Ich glaube, da braucht es am Anfang dann häufig einfach auch die Brücke der Lehrkraft, ja, zu sagen, das auch zu üben. Ja, so, was kann jeder gut, was zeichnet jeden Einzelnen aus? Das ist ja für viele Klassen einfach, wenn sie es nicht geübt sind, dann positiv Feedback zu geben den anderen, ist ja nicht so leicht, das muss man auch erstmal lernen. Aber da mal so eine Runde zu machen und dann zu schauen, ja, und die Pflanzen, was kann da jeder Einzelne und bringt das mit? Das kann sehr bereichernd sein. Dann natürlich über die Sinne zu gehen, über das die Schönheit zu gehen, über das zu sagen, hier haben die Kinder ein Beet bepflanzt und die Pflanzen, die sie gesetzt haben, die sind halt hier noch sehr, sehr klein. Deswegen ist das Ganze sozusagen als großes Mandala schon mal ein bisschen angehübscht worden, damit es gleich sozusagen zur vollen Wirkung kommt. Und das ist letztlich aus einem Bedürfnis nach Sinnlichkeit und nach Schönheit entstanden, von den Kindern ausgehend und dem auch nachzugehen, also die Schönheit der Dinge wertzuschätzen und den Blick auf die Schönheit der Welt zu fördern, wo immer es geht, ist sicher ein Schlüssel, um
Das wissen alle, die in der Umweltbildung sind. Wir können nur schützen, was wir lieben und was wir als wertvoll erachten. Und da ist Schönheit einfach ein Schlüssel. Ja, hier nochmal so ein paar Eindrücke. Natürlich, das alles, was auch den Geschmack anbelangt, einfach zu sagen, gut, vielleicht kann man mal gemeinsam auf einen Bauernmarkt gehen und schauen, was gibt es denn da alles für unterschiedliche Radiesal in den Formen, in der Schärfe, was gibt es für unterschiedliche Paradeiser in der Form, im Geschmack, in der Farbe, wie schneide ich sie auf, wie sehen die aus, da einfach auch das ist etwas, was man auch gut mal mit in den Unterricht reinbringen kann. Einfach mal zu schauen, schaut mal, es gibt gar nicht nur die eine rote Runde, sondern hier, da gibt es die ganze Bandbreite. Zu schauen, was gibt es vielleicht auch für einen Vielfaltsbetrieb in der Nähe, der einen da unterstützen kann. Das machen viele sehr, sehr gerne, dass sie da auch die Klassen unterstützen und zu sagen, ja, wir packen mal ein bisschen bunte Vielfalt für euch zusammen und ihr könnt das in eurer Klasse mal nutzen und einen bunten Paradeissalat draus machen und dann vielleicht feststellen, da ist drinnen, sind die Samen und die kann man da rausnehmen und die kann man dann waschen und reinigen und trocknen und im nächsten Jahr kann man sie anbauen und wieder Paradeispflänzchen rausziehen. Auch wenn es nicht an einen Schulgarten geknüpft ist, gibt es da vielleicht andere Zusammenhänge, die man da noch mit einbinden kann. Bei mir zeigt es jetzt an, dass mein Internet instabil ist. Oh, ich hoffe, ihr versteht mich und ich bin für euch nicht total abgehackt. Wie ist das? Kurze Rückmeldung bitte. Ja, leider schon ein bisschen, aber man versteht. Okay, oh je. Ja, ich hänge hier am LAN-Kabel. Ich kann wirklich gar nichts machen. Ich hoffe, es hält jetzt noch durch. Ja, das nochmal ein paar Eindrücke von den Schulgartenprogrammen, die wir hier in Schiltern durchführen, mit der Grundschule in Schiltern. Das heißt, da sind wir wirklich mit den Kindern sehr in die Tiefe gegangen, zum Teil auch. Das heißt, wirklich zu schauen, wie blüht denn eine Pflanze, wie ist die Blütenbiologie, wie ist das, muss die dann abisoliert werden, braucht es da irgendwie, damit die sich nicht verkreuzt mit was anderem. Da haben wir natürlich hier in unseren Gärten die Möglichkeit, da auch die einzelnen Punkte wirklich durchzugehen, dann wirklich mit ihnen Jungpflanzen aufzuziehen und bis hin zur Saatgutreinigung hier auf der anderen Seite, wo sie wirklich dann gemeinsam nochmal das gewonnene Saatgut gereinigt haben und wirklich dann sozusagen für die nächste Generation wieder das weiterziehen können. Gerne hätte ich sozusagen euch auch ein paar Methoden noch an die Hand gegeben, die für unterschiedliche Altersgruppen meiner Meinung nach sehr, sehr gut funktionieren. Aber das ist leider eben tatsächlich in einem Online-Format, finde ich, sehr schwierig. Also es ist meine Erfahrung, dass gerade diese Kooperationsübungen, dass das was ist, was man einmal zumindest selber durchgespielt haben sollte, um es dann gut anzuleiten und um dann auch nochmal gemeinsam zu schauen, wo kann man das wie abändern, für welchen Kontext abändern, um es dann gut nutzen zu können. Aber ich würde sagen, von der Zeit her, dass wir vielleicht jetzt nochmal doch zu Fragen kommen. Wie sieht es aus? War ich hier überhaupt hörbar in den letzten 5 Minuten? Jetzt bewegt ihr euch wieder. Also mein Internet scheint besser zu sein. Ja, ich hätte eine Frage bezüglich Schulgarten. Mhm. Hätten Sie da Empfehlungen, welche Pflanzen man da am besten anbauen soll? Weil das geht von der Ernte, vom Erntezeitpunkt immer so schlecht aus mit dem Sommer.
Genau, also was wirklich ganz gut geht, das sind solche Kulturen wie Radiesal, Erbsen im Frühling. Ja? Erbsen sind eine sehr, sehr schöne Kultur, um sie sozusagen, weil es auch gerade, wenn es um Zuckererbsen geht oder so, das ist was Kinder einfach auch gerne essen. Ja, also die kann man auch so, und sie sind eigentlich so von der Zeit, vom Zeitfenster, dass es eben dann noch vor den großen Ferien geerntet werden kann. Das ist ja bei Schul einfach immer das Problem bei Schulgärten, dass für Paradeiser sich meistens nicht ausgeht oder dass halt diese Sommerkulturen dann schwierig werden. Aber Erbsen gehen da sehr gut, Salat geht sehr gut. Das habe ich jetzt nicht gehört. Ah, ja, das Projekt mit den Stangenbohnen und den unterschiedlichen Sorten hat mir sehr gut gefallen. Aber das heißt, das wäre dann von der Ernte her auch eher im Herbst, oder? Also im September dann. Genau, also das kommt drauf an, wenn ich sie als Trockenbohnen ernte. Also das waren jetzt da auch in erster Linie Trockenbohnen. Also bei den Bohnen haben wir ja die unterschiedlichen Nutzungsformen auch. Also das ist ja ein Glanzbeispiel von, ich habe eine Wildpflanze, die ursprünglich am Waldrand sich raufgerankt hat und aus dieser Art ist sozusagen eine unglaubliche Bandbreite von, also bei der Gartenbohne jetzt, von wahnsinnig vielen Sorten in unterschiedlichen Färbungen und unterschiedlichen Nutzungstypen geworden. Von der kleinen Buschbohne, wo man halt geschaut hat, dass die immer niedriger wird und ein bisschen flotter dann auch unterwegs ist. Und aber auch die Trockenbohnen, die nur als Trockenbohne gehen, die Mischtypen, die ich als Fisole essen kann und als Trockenbohne und eben die reinen Fisolentypen, die dann beim Quellen gar nicht mehr so gut sind, als Trockenbohne nicht so ganz perfekt geeignet sind oder sich nicht gut rauslösen. Wenn man jetzt auf die Trockenbohnentypen geht, dann kann man natürlich dann im September wieder einsteigen. Hat aber dann natürlich die Frage, wie sind die in der Zeit, wie kann ich die Pflege, also dieses Pflegeloch überbrücken, ja, also der Sommerferien. Aber es gibt ja doch eine ganze Anzahl von Kulturen, die ich relativ früh anbauen kann und die ich auch schon relativ früh ernten kann, ja. Also da kann ich also eben Erbsen, Salat, Radiesal, dann frühe Karotten auch schon, ja, wobei Karotte ist eine Kultur, die gar nicht zu den allerleichtesten gehört. Bei den Bohnen, ja, dass ich dann eher auf Trockenbohnen gehen würde. Es ist übrigens so, dass die Arche Noah für Projekte und Schulgärten auch immer, wir auch gerne Saatgut abgeben von Saatgut, was wir was schon ein bisschen älter ist, wo man dann ein bisschen mehr aussehen muss, aber also was wir kostenlos abgeben können. Also da bitte einfach anfragen, wenn ihr da irgendwie Bedarf habt und habt einen Schulgarten, dann fragt ruhig an. Da ist immer was möglich, auch Saatgut zuzuschicken. Ja, genau. Yes. Super. Und auch bei den Salaten ist es so, dass es da ja eine große Bandbreite gibt. Es gibt Salate, wo ich den Stängel esse, ja, die Spargelsalate. Da esse ich gar nicht unbedingt die Blätter, sondern ich esse eigentlich den Stängel in der Mitte, der dann geschält wird und ganz knackig und frisch ist. Oder es gibt die einen ganz festen Kopf machen, es gibt die sind lockerer, es gibt die kann ich auspflücken, das gibt die mit also es gibt ja die unterschiedlichsten Farbenspiele da auch und so weiter. Es gibt dann die Gruppe der Asiasalate, die sich sehr gut eignen, weil sie sehr schnell sind und auch so ein bisschen unterschiedlich sind in den Senfölen, was Kinder auch ganz spannend finden, ja, da auch so ein bisschen auszuprobieren, ja, also die einen finden das dann mit dem Schaf zu viel, die anderen finden das gerade spannend, da mal zu probieren und einfach so, wo eine große Breite ist an Kultur, an Geschmacksrichtungen auch, die man ausprobieren kann. Also von daher, ja, gibt es doch einiges, was in Schulgärten auch geht. Und es gibt auch einiges, was tatsächlich am Fensterkistel gibt. Ja, also gerade diese Asiasalate, die kann man auch gut als Babyleaf essen. Also so wirklich als ganz kleine Pflänzchen schon. Also ein bisschen wie die Kresse-Igel.
Ja, also irgendwo, was, wo man auch dann andere Themen noch mit reinbringen kann, was man irgendwie mit einem Werkunterricht auch verbinden kann oder wie auch immer, ja, dass man da was macht und dann wird das Ganze gepflanzt. Also auch dieses Fächerübergreifende ist da vielleicht ganz schön dann an der einen oder anderen Stelle. Genau. Danke. Ja. Habt ihr sonst noch Fragen? Ich denke, das, was auch noch, was schöne Möglichkeiten sind, auch ohne einen Schulgarten, ist, dass man einfach mal, wenn man draußen unterwegs ist mit einer Klasse, vielleicht sogar auf dem Schulhof eine Ecke findet, wo man mal eine Pflanze ausgraben kann, mitsamt der Wurzel. Ja, um einfach diese Unterschiedlichkeit der Wurzeln sich anzuschauen und um eben auch zu sehen, hoppla, die Pflanze, das ist gar nicht nur das oben, sondern das ist auch das unten und es ist da eben ganz viel an sozusagen an Geschenk, was sie uns in diesem Bereich auch gibt. Ja, wir werden, wenn wir damit mit einem Wurzelstecher unterwegs sind, wir werden natürlich nicht diese ganzen feinen Wurzeln alle rausbekommen. Ja. Aber man kann mal ganz vorsichtig versuchen, das so freizulegen und zu schauen, aha, und die einen, die haben eine Pfahlwurzel wie der Löwenzahn und von da aus geht erst das Feine weg. Und die anderen, die Gräser, da geht das gleich fein weg. Und aber zu sehen, da ist ein ständiges Wachsen und ein ständiges Vergehen auch in der Erde, was sozusagen dem Wasser ermöglicht, da runterzukommen und da drin gespeichert zu werden, da aufgenommen zu werden, was den Regenwürmern ermöglicht, da besser ihre Gänge zu machen. Wenn da schon eine alte Wurzel vergangen ist, dann kann der Regenwurm da schön rauf und runter gehen und kann da wieder dann von oben was runterziehen und Dauerhumus machen und so weiter und so fort. Also auch so dieses einfach mal gemeinsam sich auf eine Entdeckungsreise zu machen, was ist denn überhaupt eine Pflanze und was hat die für Vorteile für uns, wenn es um Klimawandel geht. Weil unabhängig von den Kulturpflanzen, die wir essen, die wir als Medizinalpflanze, als Färbepflanze und so weiter benutzen, sind Pflanzen einfach wirklich einer der absolut wichtigsten Schlüssel, wenn wir auf Klimawandel schauen. Und ja, von daher, also es ist einfach eine Entdeckungsreise, die man gemeinsam machen kann mit seinen Gruppen, egal welche Altersgruppe auch immer. Ja, also unabhängig von Grundschule kann man auch auf diese Entdeckungsreise gehen mit jeder Altersgruppe. Genau. Gut. Ich habe auch noch eine Frage, und zwar dieses, um eben mehr Vielfalt in die Ernährung auch zu bringen, wäre sehr gut, die Menschen auch dazu zu bringen, wieder mehr Vielfalt in ihren Lebensmitteln zu haben, in den Pflanzen, die sie kaufen, oder nur wenn das nachgefragt wird, gibt es ja auch Bauern, die es produzieren, Bäuerinnen, die es produzieren. Ne? Mhm. Hast du da Methoden, wie man da in diese Richtung was machen kann mit Kindern? Also ich glaube einfach dieses, letztlich ist es so, also da nochmal auf meine bayerische Herkunft zurückzukommen. Also da gibt es ja dieser einer der absolut stehenden Grundsätze ist ja, das haben wir noch nie so gemacht, das fangen wir uns sicher nicht an. Ja? Das haben wir noch nie gegessen? Na, ganz sicher nicht. Also so dieses, was wir nicht kennen, also die Ernährung ist einfach etwas, was ganz tief verankert ist, aber was wir lernen können, ja. Und wir können da, also wir können Geschmack schulen. Das weiß Slow Food, die das ja wirklich Geschmacksschulen auch eingerichtet haben. Und wenn wir zurück wollen zu einer breiteren Vielfalt in der Ernährung, dann braucht es dringend eben diese Geschmacksschulungen auch. Das heißt, dass wir dass wir es ausprobieren müssen und auch das spielerisch ausprobieren müssen, dass wir
ein gemeinsames Kochen, ein gemeinsames Ausprobieren, ein gemeinsames sich annähern ist da sicher eine der ganz entscheidenden Sachen. Also auch vielleicht, wenn es eine Schulküche gibt, zu schauen, kann man da irgendwie gemeinsam auch vielleicht das nochmal bunter gestalten. Gerade wenn es darum geht im Klimawandel, das ist ja auch so dieses Thema Fleischkonsum, ist ein sehr wichtiges Thema auch. Und wenn ich jetzt mit Kindern zu Bohnen etwas mache und mit Bohnenvielfalt gerade etwas mache, dann wäre es natürlich sehr, sehr schön, wenn es auch die Möglichkeit gäbe, zu sagen, was gibt es denn da eigentlich? Wer kennt denn da vielleicht welches Rezept auch? Kennt ihr da aus euren Familien irgendein Rezept? Können wir da irgendwie mal ein gemeinsames Picknick machen? Kann die Schulküche dazu was beitragen? Auch die sozusagen die unterschiedlichen Herkünfte in den Klassen sind da ein, was das anbelangt, eine große Bereicherung oder können eine große Bereicherung sein, weil einfach in manchen Kulturen es ganz selbstverständlich ist, wie mit Hülsenfrüchten zu arbeiten in der Küche. Und in anderen Kulturen ist es sehr fremd. Und dann zu schauen, was kann denn da jeder auch beitragen? Auch mal zu schauen, wie heißt das denn? Ich habe mal mit einer Klasse, einem Deutschförderunterrichtsklasse, etwas zum Thema Kartoffel gemacht. Und wir haben dann auch Kartoffelkleber hergestellt. Also die Pflanze auch nicht nur als Nahrungspflanze genutzt, sondern auch als nachwachsenden Rohstoff. Und haben dann eine Collage gemacht mit den ganzen unterschiedlichen Namen der Pflanze in den unterschiedlichen Kulturen. Und das war, und dann haben wir natürlich auch noch gut gegessen dabei und ein schönes Kartoffelessen gemacht. Aber alleine das zu sehen, das sind Pflanzen, die kennen die Kinder zum Teil aus ihrem Hintergrund schon. Und sie heißen unterschiedlich, aber manchmal kann man das sogar dann merken, dass es einen ähnlichen Ursprung hat. Dieses Gemeinsame, jeder bringt etwas mit und wir schauen, dass wir aus dieser Fülle schöpfen. Das ist sicher immer einer der ganz wertvollen Schlüssel, weil dann natürlich das auch was mit Wertschätzung zu tun hat und jeder gerne was mitbringt aus seinem Hintergrund. Und plötzlich stellt man fest, ich kann die gar nicht nur einfach kochen, sondern vielleicht auch mit als Süßspeise verarbeiten oder vielleicht, ich kenne es aus meinem Zuhause, kenne ich das Rezept und ich kenne das Rezept und wie können wir damit umgehen? Ja? Dankeschön. Ich möchte jetzt auch noch kurz darauf hinweisen, dass wir nur noch 2 Minuten haben. Ja. Das ist wirklich ganz am Ende. Es gibt ja jetzt im Nachhinein, kommt nach diesem Workshop, also diesem Webinar, gibt es dann die Pause. Mhm. Die dauert bis 15:30 Uhr und jede von euch hat noch einen zweiten Link bekommen für das zweite Webinar. Einfach dann um 15:30 Uhr auf diesen anderen Link klicken. Das heißt, dann geht man ins andere wieder hinein. Gibt es noch Fragen zum weiteren Ablauf, ganz kurz? Nein? Ja? Nein. Okay. Gut, dann herzlichen Dank. Und vielleicht, Mara, möchtest du noch ein paar Schlussworte sagen? Ja, also ja, ich glaube, es ist ein Thema, was sich lohnt, da dran zu bleiben auf den unterschiedlichen Ebenen und was wirklich mit Freude und mit viel Spaß auch gefüllt werden kann. Und ich wünsche euch da einfach viel Spaß und viel Freude dran zu bleiben, wenn ihr dran bleibt. Und ja, genau, schaut euch das gerne auf der Homepage an bei der Archenoa, was wir da an Methoden schon haben. Und ansonsten, ihr seid alle erfahrene Pädagoginnen und lasst euch einfach da auch immer wieder, macht euch immer wieder frei und schaut, was gibt es an Methoden und wie kann ich die neu interpretieren oder neu durchjonglieren und mit einem anderen Thema auch füllen. Und lasst euch von euren
Kindern, euren Jugendlichen, euren jungen Erwachsenen, wen auch immer ihr begleitet, auch an die Hand nehmen, ein Stück weit und mit ihnen gemeinsam dieses Thema irgendwie anzugehen. Weil das ist ja auch eine große Bereicherung, wenn man das nicht alleine auf der Schulter hat, sondern sich da auch sozusagen ein gegenseitiges Bereichern stattfinden kann. Das wünsche ich euch, ja. Genau, in dem Sinne. Gut. Danke. Einen schönen Nachmittag euch noch. Danke. Jo. Jetzt höre ich dich nicht, Judith. Du bist stillgeschaltet. Du musst dein Mikro nochmal anschalten, wenn du noch was sagen möchtest. Judith? Ist gerade noch eine Frau Iris Kubitschek hereingekommen. Ah ja. Leider sind wir gerade am Ende. Ah, vielleicht ist sie für nachher schon. Ja, kann vielleicht sein. Noch schon für nachher. Genau. Okay, ich verabschiede mich auch herzlich und wünsche noch einen weiteren schönen Verlauf. Gell? Danke, Mara. Tschüss. Tschüss. Tschüss.